Ja, ich bin sehr erfreut, dass ich für die emsländische Landschaft mitteilen kann, dass wir aus unseren regionalisierten Kulturmitteln das Steamfest hier auf Gut Altenkamp in diesem Jahr mit 3.500 Euro unterstützen wollen. Warum? Weil es besonders originell ist, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, in der Kulturlandschaft einen breiten Raum einnimmt, nicht nur eine Fachsparte abdeckt, sondern möglichst breit angelegt ist und vor allen Dingen, es führt Menschen zusammen. Und das ist wichtig, weil im kulturellen Leben Kultur sehr viel in Kommunikation machen kann und dabei auch Kontakte geknüpft werden können, und das wollen wir. Wenn man mal in die emsländische Landschaft hineinschaut, gibt es eine Reihe von wirklich hervorragenden alten Herrenhäusern. Und beziehe mich jetzt ausdrücklich mal nur auf das Emsland, dann glaube ich, dass nach Clemenswert oder meinetwegen mit Clemenswert zusammen Altenkamp eine der großen Kulturstätten unseres Raumes ist. Und ich will das mal sehr salopp formulieren. Ich bin sehr erfreut, dass man auch jetzt auf Gut Altenkamp, wie man das ja bereits auf Schloss Clemenswert tut, mehr in den Open-Air-Bereich hineingeht und Kulturveranstaltungen nach draußen verlegt. Das wollen die Bürger heute, die wollen den Event-Charakter herausgestellt haben. Und alle, die den Garten von Gut Altenkamp können, die könnten jetzt alle ihre Fantasien nicht laufen lassen. Da sind noch viele Möglichkeiten. Und ich wünsche der Stadt, ich wünsche all denjenigen, die hier unterwegs sind, Gut Altenkamp zu fördern, auf den Weg zu bringen, viel Erfolg. Und wenn die Landschaft dann mit kleineren Beträgen sowas unterstützen kann, dann tun wir das ausdrücklich gerne.